Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Magic Rush Heroes. Ah, der zweite Gameplay-Teil, wie versprochen. Wir gehen weiter hier in die Kampagne, denn da haben wir noch einiges zu tun. Und erstmal vielen Dank für die Beteiligung, dass ihr euch das Spiel angeschaut habt. Für die kleine Unterstützung bin ich sehr dankbar. Und auch hier nochmal der kleine Hinweis für die, die vielleicht den ersten Teil nicht gesehen haben. In der Videobeschreibung der zweite Link, da kommt ihr zum Spiel. Das könnt ihr euch dort runterladen, beziehungsweise auf euren Tablet, Handy, whatever, installieren. Und dafür bekomme ich eine kleine Entschädigung und beziehungsweise eine kleine Vergütung in dem Sinne. Und da bin ich euch immer sehr dankbar, damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. So, wir gehen mal an den Start hier ran und nehmen unsere neue Heldin mit dazu und gehen dann mal auf Angriff. So, lädt aktuelle Helden. So, wir müssen sogar noch mehr Helden retten. Das ist richtig, dass wir noch mehr Helden retten müssen. Aber erstmal greift er hier diese Mobs an. Die sind ja nur jetzt nicht sonderbar schwer, gehe ich mal davon aus. Ja. So, mal hier, zack. Die Truhen wieder mitnehmen. Hoch mit euch. So. So, dann machen wir einfach mal hier so, zack. Da liegt der Kleine, so. Den greifen wir mal dort an. Dass alles mal ein bisschen schneller hier weggeht. Oh, die Kanonen, sehr schön. Das haben wir gut hingekriegt. So, weiter geht's in die Station hier. Fortschritt 3 von 3. Oh, jetzt wird's ein bisschen heftiger. Ah, die Kleine ist gerade mal fertig hier. Und einmal den Blitz drauf. So, auch hier mit dir, zack. Oh, das ist. Uiuiui, das ist. Der Kleine ist ein bisschen heftiger. Aber wenn haben wir jetzt. Oh, die ist tot. Die ist tot. Unsere Heilerin ist tot. Nein. Hoch mit dir. Ran hier. Ja, so zufrieden bin ich damit jetzt nicht. Scheiße, die haben unsere Heilerin angegriffen. Es gibt auch nur einen Zweierpunktesieg. Aber wir haben es trotz all dem geschafft. So. Ich habe eine neue Rune. Klicken wir mal drauf. Können wir hier. Fügt da eine kleine Menge Rüstung hinzu. Yep. Vielen Dank. So. Rein damit. Dann machen wir das wieder zu. Und da gehen wir hier wieder zurück. Und dann klicken wir mal hier drauf. Das ist der nächste Levelabschnitt. Und weiter geht's. Angriff. Mehr Helden haben wir momentan eh nicht. Wir müssen nur zusehen, dass unsere Heilerin nicht stirbt, weil das ist die ja meines Erachtens nach. Was unsere Heilerin angeht, oh, die sind schon ein bisschen stärker. Die Fähigkeit von der kann ich halt auch noch nicht nutzen. So, mal zu hier. Weil jetzt geht die Gesundheit von den Babes schon etwas schneller herunter. Vielen Dank. Aber die Fähigkeit dürfte ich ja jetzt rein theoretisch aufgeladen haben. Jetzt haben wir schon mal das hier. Da greifen wir erstmal den hier an. So, ein bisschen Action hier machen. So. Sehr gut. Ah ja, so funktioniert also das Heilen. Aber gut, habe ich verstanden. Weiter geht's. Muss man einfach nur einmal draufdrücken, dann heilt ihr einfach mal unsere ganzen Spezies hier. Das ist sehr gut. So, dann am besten hier hinten den Klon angreifen. Das ist erstmal am wichtigsten. Ja, weil der teilt nämlich richtig ordentlich Schaden raus. Aber momentan haben wir noch keine Fähigkeiten. So, der ist down. So, dann einmal bitte alles heilen. Vielen Dank. Zack, genau. Und jetzt alle drauf auf den Rübel hier. So. Na komm, wer hat die nächste Fähigkeit? Du hast ja die nächste Fähigkeit, oder? Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Ja, sehr schön. Auch erledigt. Wunderbar. Wir sind so eigentlich noch ganz gut im Zeitlimit. Noch ist es alles einfach. Hui, level up. Weiter geht's. So, wir haben genug Seelen, um Watson zu beschwören. Lasst uns das jetzt tun. Das werden wir tun. Gehen wir hier hin, gehen wir auf Helden. Und gehen hier auf Watson. Beschwören. So, hintere Reihe, Schütze, magischer Basisangriff. Sogar ein Basisangriff kann eine Menge Feinde aufwirbeln.
Das ist sehr schön. Das sieht auch niedlich aus, muss man lassen. So, gehen wir zurück. Wir haben gerade eine Quest erfüllt. Lasst uns den Preis dafür abholen. Vielen Dank. Denn wir sollten Watson beschwören. Da holen wir den Preis dafür ab. So. Und das schließen wir. Unsere Armee hat sich von 0 zu komplett entwickelt. Wir werden nun definitiv den Todesritter besiegen. Richtig, vorher aber noch eine kleine Station. Geben wir mal hier auf Start. Fügen den kleinen Speedy hier noch hinzu. Und dann geht's auf in den nächsten Kampf. Jetzt sind wir wirklich vollständig. So. Und dann greift mal hier an. Da freut sich ja eh von hinten. Der schießt mit Erden, mit Haselnüssen. Das ist ja schon cool. So, weiter geht's. So. Dann haben wir hier vorne die 200 vordersten Front. Au. So, dann machen wir mal hier die Haselnüsse. So, hoch mit euch. Aber jetzt würde ich auch einmal gerne heilen wollen, weil unsere Lady ganz vorne, die hat leider nicht mehr allzu viel Energie. Das ist das Problem. So, und einmal bitte hochheilen. Vielen Dank. Du gehst mal hinten auf den Clan drauf. Du nimmst den mal hier. Und dann jetzt alle auf den... Genau, ist ja sowieso noch der eine da. Die teilen auch ganz gut aus. So, hoch mit dir. Und da mit drauf, komm. Schön draufhauen. Boah, das war knapp. Das war wirklich knapp. Aber sie erfreuen sich. Das kann jetzt mit dem Todesritter lustig werden. Ein Sieg und 6 XP plus. So, weiter geht's. So, der Feind wird stärker und stärker. Wir müssen selber stärker werden. Lasst unsere Fähigkeiten aufwerten. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Helden. Dann gehen wir mal hier auf den Salmon. Und da gehe ich auf Fähigkeiten. Und dann Zaubersturm Level 1. Da brauche ich diese 300 Lull-Punkte oder was das auch immer ist. Okay, plus. So, verbessere die Fähigkeiten, um Helden stärker zu machen. Ja gut, das ist soweit ganz klassisch. Kann ich jetzt nochmal draufklicken oder wie? Wing. Ah gut, wir haben ja hier, okay gut, dann machen wir mal, create wir mal das 2 Stufen auf. Das ist ja die Auri. Fähigkeiten Wunderwind. So. 120, die füllen wir auch mal auf um 1,9, da gehen wir mal hier zu. Dann hier, das ist ja jetzt unser Beast hier, was wir jetzt an der Stärke haben. So, das werden wir auch 2-mal auf. Okay, vielen Dank. Die Luvia, die werden wir auch gleich noch auf. Zack. Dann haben wir halt nur noch 200. Mehr könnten wir uns dann gar nicht mehr leisten. Oder gucken wir, was hat denn der Kleine hier hinten? Ne, 300. Okay. Gut, wir haben erstmal wieder aufgerüstet. Wir gehen hier zurück. Und jetzt gehe ich... Scheiße, hab schon Todesritter geklickt. Moment, Alter, kann ich nochmal zurückgehen. Wir haben nämlich auch eine neue Rune für den Salmon. Und zwar der fügt eine kleine Menge Fähigkeitsmacht hinzu. Das ist sehr schön. Power plus 14. Und fügt eine kleine Menge Fähigkeitsdings hinzu. Auch noch. Zack. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann gehen wir hier zurück. Und der immer noch ein Ruhenpunkt. What? Das ist mehr. Ach, die Kleine. Okay. Fügt eine kleine Menge von Angriffsschaden hinzu. Ausrüsten. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf zurück und zurück. Jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt ist der Todesritter dran. So, eingestellt sind sie alle und Angriff. Ob wir es schaffen werden, das ist die Frage. Aber ja gut, müssen wir eigentlich rein. Theoretisch. So, es scheint die Haupttruppen des Feindes zu sein. Genau, zerschmettert den Feind mit einem Schlag. Ja gut, mit den Schlag wird ein bisschen schwierig, aber mit ein paar mehr Schlägen, das sollte man rein theoretisch hinkriegen. So. So schwerliegend sind die ja hier nun nicht. So. Gerade mal hier. Da heilen wir ja gerade nochmal unsere Truppen hoch. Oh ja, doch. Das Upgrade hat schon mal sehr viel bewirkt. Entschuldigung, da folgt meine Stimme. So, jetzt geht's wieder hier. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Und hoch damit. Zack. Oh, minus 109. Ja gut, ein bisschen Gruppenschaden können die halt auch austeilen, so ist es ja nicht. Also mal auf den Clan hier drauf, zack, da hinten. Hui, zack, boing,
platt ist er. Weiter geht's. Gut, unsere Heilerin ist jetzt auch für Station 3 komplett ready. Das brauchen wir auch. Okay, wir sollten uns sofort erstmal auf diesen Todesritter hier stellen. Noch brauchen wir nicht zu heilen. Uiuiui. Ja, die Heilerkraft ist zwar richtig hier. So. Danach brauchen wir wirklich nicht zu heilen. Aber ich drücke jetzt einfach mal drauf. Sicher, sicher. Weil das heilt uns ja dementsprechend noch ein bisschen später. Auf den Todesritter, bitte. So, auch nochmal hier auf den Todesritter. Alles, wenn es geht, auf den Todesritter. Zuerst auf den Todesritter, Freunde. Und der Rest, die Mobs sind ja erstmal relativ. Der Todesritter muss erstmal drauf gehen. Der schlägt sich vor, der schlägt sich vor. So, hier nochmal drauf, bitte. Und hier auch nochmal auf den Todesritter. Oh, der Todesritter, der hat sich weggebeamt. Whatever, was war das jetzt? So, erstmal nochmal kurz aufheilen hier, bitte. Vielen Dank. Dann die scheiß Kanone hier angreifen. Sehr schön. Und da haben wir den Todesritter besiegt. Und er lädt gerade was. Sieg, 3 Sterne. Und unsere Gruppe geht noch nicht auf Level 9. Schade, schade. So, wir haben den Todesritter endlich gestürzt. Frieden wurde wiederhergestellt. So, immer irgendwas, mehr Monster kommen, um unsere Stadt anzugreifen. Das ist richtig, was? Wir kommen jetzt zurück. Das ist richtig. Tippe. Moment, wir haben schon mal eine neue Rune. Die würde ich gerne noch eintauschen. So, gucken wir mal, was haben wir hier. So, fügt eine kleine Menge Energieregeneration zu. Das ist freundlich. Dann gehen wir einmal zurück. Und hier einmal zurück. Und dann gehen wir jetzt hier auf die Stadt zurück, wie das aussieht, oder? Ne, Bonusstufe 1 von 1, legendärer Anfang. Ah, okay. Angriff. Dann machen wir das auch noch. Eine Bonusmission. Tippe, tippe, tippe. Tippe. Tippe, okay. Dann tippen wir mal hier, dann gehen wir mal hier drauf. Tippen wir hier, gucken wir den. Ah, das ist jetzt dieser Tower Defense, okay. Und dann gehen wir auf Start. Ah ja, gut, klar, Tower Defense lässt sich verstehen. Und dann kommen wir schon mal noch solche kleinen Viecher hier. Gut, das sollte erstmal nicht das Problem sein. Das ging ja noch ganz easy peasy hier. So, wenn meine Magie voll ist, kann ich einen ultimativen Zauber sprechen, okay? Gut, so ultimativ war da jetzt auch, ne? Aber gut, verstehe das Prinzip soweit. Ganz okay. So, zack. So. Ja, den Kreis wollte ich jetzt eigentlich trotzdem nicht haben. Hoch mit dir. Die leuchten dann ja dementsprechend auch so mehr oder weniger auf. So ist es ja nicht, wenn die voll sind. Und ab und zu kann ich die upgraden mit diesen Münzen, die wir da sammeln. Okay, gut. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Gut, da ist die Energie jetzt voll. Müssen wir aber in dem Sinne ja momentan noch nicht einsetzen. Da reicht ja erstmal der hier. Dann setzen wir die Kleine noch hier ein. Die greift auch noch mit an. Und jetzt macht die ihren ultimativen Zauber. So, aber upgraden kann ich den nicht. Da brauche ich erst 130 Münzen dafür. Und dann setzen wir den seinen ultimativen Zauber noch rein. Sehr gut. Oh, jetzt kommt mal wieder ein Luftschiff. So, dann können wir einfach nur abwarten hier, bis hier alles wieder full ist. Setzen wir mal ein. Gut, jetzt können wir die und die auch upgraden. Wir upgraden einfach mal unser kleinen Hamster hier auf. Welle 6 von 6. Gut, das ist auch schon die letzte Welle hier. Gut, die ist jetzt komplett einsatzbereit. Die setzen wir einfach mal ein. Hui. Naja, gut, die heilt uns dementsprechend auch noch mit hoch. Das ist vollkommen nice. So, ja klar, wenn sie ausrasten, dann rasten sie aus. Ganz klassisch. So,
Zack. Ah, da gehen die alle gleich mit Emadan. Und Sieg. Okay, gut. Ganz simple Tower Defense. Pro Stunde 6 plus 6 EP kann. Und wir kriegen noch eine Kiste. Da ist noch zweimal Angriffskraft drin. Sehr schön. Nein, auf Facebook möchte ich es weiterhin nicht scheren. Wir haben alle Runen, die zum Fortschritt benötigt wurden. Okay, dann gehen wir hier rauf. Gehen auf Helden. Und können die Luifa nehmen. Und können da nochmal die Rune annehmen. Gesundheit plus 60, Angriffsschaden plus 3. Und jetzt können wir das Erhalten Pfeilregen verbessern. Verstehe, verbessern. Cool. Dann gehen wir hier oben auf zu. Gehen hier wieder rum auf zu. So, nach dem der Fortschritte können die Helden die Schlachten. Nach dem Fortschritt können Helden in Schlachten verbessert werden. Ganz klassischer Fall. So, dann haben wir eine neue Rune, aber wir gehen hier erst einmal wieder zurück zu unserer wunderschönen Stadt. Und Gratulation erhielt einen Helden vom Wunschbrunnen. Sehr schön. Meine Freunde, wir sind fertig. Ich hoffe, ich konnte euch hier Magic Rush Heroes ein klein wenig zeigen. Ein Spiel eigentlich mal so für zwischendurch. Ich weiß, hat nichts mit Simulatoren zu tun. Whatever. Also wenn ihr euch mal Bock habt, das Spiel anzuschauen. Zweiter Link in der Beschreibung. Dort für Android könnt ihr euch das runterladen. Gibt es in dem Sinne meines Erachtens nach auch hier noch für Android-Telefone. Und ja, dann habt mal euren Spaß. Und ja, reißt was. In dem Sinne, ich bin raus. Vielen Dank, wie gesagt, für die Unterstützung. Und ja, bis zum nächsten Projekt. Tschüss.